Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen mit der Bundesliga. Haben leider die letzten beiden Spiele verloren. Das letzte Spiel haben wir definitiv verdientermaßen verloren. Da hätte ich aber vielleicht auch schon nach dem 2-0 zum 4-1, 2-1 verwechseln sollen. Also das muss ich mir auf jeden Fall für die Zukunft merken, sobald ich 2-0 hinten liege, vor allem wenn es halt direkt am Anfang ist. Direkt aufs 4-1-2-1-2 umstellen, weil das verwirrt ja auch dem Gegner. Das war vielleicht ein Fehler, den man. Nee, das ist mir zu blöd. Das war vielleicht ein Fehler, aber ansonsten, ja, hat er auch einfach sehr gut gespielt mit seinem Sturm. Ich denke zwar trotzdem, dass er auch auf jeden Fall mit Glück im Spiel hatte, aber er war zumindest in diesem Spiel einfach der Bessere und hat verdient gewonnen, auch wenn er super arrogant war. Okay, was ist denn da schon wieder los? Guck mal oben links, 90er, okay, De Gea, 90er, De Bruyne, 89er. Ja, ich hab's doch gerade verloren, aber der Gegner hat zumindest ein noch besseres Team als der vorhergehende und hat auch Bronzespieler auf der Bank sitzen, weil er hatte nämlich nur 4 Sterne Mannschaftsstärke, was sonst nicht funktioniert. Das ist also auf Garantie ein sehr guter Spieler, weil schlechte Spieler haben keine Bronzespieler auf der Bank stehen. Natürlich auch wieder schnell, Henry, Mbappé, Alessandrini. Oh, das Team ist auch mega teuer, logischerweise. Alleine dieser Henry da ist halt schon, diese Legende ist halt schon super teuer. Bist gerade nur so vor, oder ist es schon total warm hier drin? Moment mal. Okay, lässt sich nicht wegdrücken. Jetzt konzentrieren, come on, ich will das Spiel gewinnen. Das war mal ein geiles Tackling. Aus der Drehung, aber ich wollte halt unbedingt mit rechts abschließen bei Origi. Da ein bisschen Glück. Immer in die Ecke. Von der Linie gekratzt, krass. Das ist ein Foul. Den wollte ich nicht spielen. Kommt nicht gut durch. Schönes Zeichen. Rennt auf jeden Fall auch sehr gerne rum, wie es aussieht. Natürlich schwierig, dass der Pass da ankommt, aber was soll ich machen? Das war dumm von mir.
geil! Schön, dass du von da rangehst. Ich sollte generell in solchen Situationen dann halt nicht mehr flach abschießen, sondern normal schießen. Das kriege ich besser hin als die Flachschüsse. Ich brauche ein bisschen andere Konstellationen für einen Flachschuss, aber gut. Ich denke, das ist auch verdient, weil wir definitiv besser waren. Der Gegner hat auch viel häufiger im Ball im Mittelfeld verloren. So, und jetzt aber weiter spielen, ein weiteres Tor machen. Haben wir ihn quasi zum Fehlpass gedrängt, sehr gut. Das ist halt, ich habe einfach keinen Kopfballspieler, das ist halt sehr schwer da dann so ein Kopfballduell zu gewinnen, da muss man halt schon komplett blank sein, aber ich musste in der Situation halt flanken, es hätte nichts anderes hingemacht. Wieder ultra schlecht. So, man nutzt noch mal ein bisschen aus, was er hier macht. Gelb. Ja, er hat es umgestellt. Er hatte vorher, glaube ich, ein 4-3-3. Jetzt hat er ein 4-2-3-1. Aber das müssten drei ZOMs sein. Also das ist nicht die Formation, die ich habe. Aber vielleicht stellt er auch jetzt nochmal um. Keine Ahnung. Bisher nicht. Okay, bisher lässt das gleich. Tja, das ist kein Elfmeter war. Da kam richtig scheiße die Flanke. Geil abgepfiffen. Das haben sie echt drauf, die Schiris. Abpfeifen in Situationen, wo man sich dann als Ballführer denkt, what the fuck, was ist hier los? Aber mir soll es recht sein. Oh Gott, ich glaube, hätte ich auch wieder normal schießen sollen. Schöner Pass von Ribéry. Krass, dass der ankommt. Danke, dass er verschießt, aber krass, dass der ankommt. Der darf nicht ankommen. Ach scheiße, jetzt ist wieder so eine Formation, wo ich nicht anspielen kann. Nicht in Ruhe zumindest. Okay, er lässt mich in Ruhe, danke. Seine Formation umgestellt, oder? Also das fühlt sich gerade anders an.
Was für ein Lagerei. Es war übrigens ein straffer Pass, war kein Laufpass. War wahrscheinlich schwer und ziemlich dumm, weil Süler Innenverteidiger, die haben es meistens nicht so drauf mit den Pässe. Okay, jetzt ein bisschen raffen hier, ein bisschen raffen. Es gefällt mir gerade nicht, welche Richtung das hier geht. Ich konnte nur versuchen, mit Werner durchzurennen. Es hat leider aber nicht funktioniert. Okay, ich glaube, wir müssen mal wechseln, weil Origi hat gar keine Power mehr. Er macht jetzt deutlich besser. Das hat er leider gut gemacht, deswegen habe ich es nicht geschafft, das auszunutzen. Bin gemacht mit Süle. Würde echt gerne mal wechseln, weil Origi hat einfach keine Power mehr. Mann, ich straf den Fehler doch. Aber nee, ich lass auf defensiv. Schlecht gedribbelt von mir. Und dann rennt er zu lange mit dem Ball. Oh, schade. Aber wenigstens mal wieder ein guter Angriff. Ich wechsle jetzt trotzdem, ich wechsle jetzt trotzdem. Es ist zu knapp, das Spiel. Auch wenn es schon ziemlich spät ist. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Elyounoussi im 4-2-3-1 einwechsle. Sonst war es immer das 4-1-2-1-2. Ach, scheiße, jetzt hätte ich nochmal nachgucken können, ob er seine Formation umgestellt hat. Verdammt. Und, oh, nur die Ecke, fuck, weil da einer lag. Und noch eine Ecke. Ich glaube, noch eine Ecke. Verdammt. So, jetzt geht natürlich auf Zeitspiel. Ich dachte halt, da ist so viel Platz in der Mitte. Ne, da musst du jetzt spielen, da kannst du nicht auf Zeitspiel gehen. Jesus hat er eingewechselt.
Sollte echt mal lieber Zeitspiel machen, fällt mir gerade so ein. Oh Gott, oh Gott. Scheiße, es gibt mal meine Ecke. Fuck! Ach, wieso habe ich denn kein Zeitspiel gemacht? Na komm, spiel kurz, wenn du willst. Denk wohl, ich falle auf seinen dummen Trick rein, oder was? Er wusste noch nicht, was er machen soll. Habt ihr das gesehen? Deswegen hat er nämlich auch so lange gebraucht. Weil er nicht mehr wusste, was er machen soll. So ein Scheißlacker. Unglaublich. Unglaublich. Was für ein Dreckslacker, ey. Fuck! So ein Scheißlacker, ey. Katastrophenecke und die wird auch noch belohnt, so ein Lackerscheiß. Unglaublich, ey. Unglaublich. Egal, wir gewinnen jetzt das Spiel, weil es einfach verdient wäre, hier zu gewinnen. Nachdem er so eine Lackscheiße abzieht. Oh, ey, das ist zum Kotzen. Aber gut, ich muss mich selber. Ich habe halt kein Zeitspiel gemacht. Ganz einfach. War dann schon die 82. oder so Zeitspiel und das Ding ist durch. Aber nein. Man wird halt, es ist so beschissen, ey. Man macht mal halt kein Zeitspiel, dann wird man wieder bestraft. Vor allem, wenn er sich das Tor, ich meine, das hätte mich auch angekotzt, wenn er sich das Tor schön rausgespielt hätte, ne? Getunnelt. Na, das hätte mich auch angekotzt, wenn er das schön rausgespielt hätte. Aber dann hätte er das wenigstens schön rausgespielt. Aber nee, dann macht man mal kein Zeitspiel und es wird quasi vom Karma dafür bestraft, dass man noch den Ausgleich frisst. Verstehe ich nicht. Elfmeter. Ja! Ja! Genau im richtigen Moment wieder nach außen gezogen. Nice. So, jetzt konzentrier, mach das Ding rein. Ultra platziert, meine Freunde. So, jetzt konzentrieren und nicht wie so ein Dreckscheiß Gegentor fressen. Okay, erste Halbzeit. Come on, Baby. Come on! Komm schon, ich brauche den Sieg. Puh, komm schon. Revons plus Grand. Ja, das wird anders ausgesprochen, ich weiß. Ach, ich habe wieder vergessen nachzuschauen, was für eine Formation der spielt.
Wahrscheinlich vergesse ich es auch am Ende, dachte ich schon. Schon wieder eine Verlängerung. Das zweite Mal in Folge. Ich hoffe, ich entgehe dem Elfmeterschießen. Ja, es war ultra schwer aus der Drehung, schade. Das war einfach ein sehr, sehr schwerer Schuss. Ey, das ist jedes Mal so knapp. Bitte nicht wieder eine Lackerscheiße. Das ist ein Foul. Das ist ein. Oh, ey, das ist ein Foul! Na, wenigstens so. War nicht so geplant. Ist das ein scheiß Lacker? Und ich habe wieder kein Zeitspiel gemacht. Bin ich denn dumm? Oh, meine Fresse. Warum mache ich denn kein Zeitspiel? So eine Scheiße, zweimal im gleichen Spiel. Ich bin so bescheuert, ey. Jetzt gehen wir wieder ins Elfmeterschießen. Alter, ey, ist das dumm von mir. Wieso mache ich denn kein Zeitspiel? So ein Scheißlacker. Ist so unverdient, ey. Das war wenigstens rausgespielt, aber trotzdem. Das 1-1 hätte halt auch gar nicht fallen dürfen. Oh, ey, so ein Scheißlacker. Hatte ich schon lange auf Passen gedrückt. Oh, fick dich, ey. Wehe, ich verliere das Elfmeterschießen jetzt. Konzentrieren. Das ist vorbei, wenn es vorbei ist. Nice luck.
Zum Glück, ey. Ich habe zweimal Zeitspiel. Also in zwei Situationen kein Zeitspiel gemacht, wo ich hätte machen können. Eieieiei. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Aber hätte ich mich gehasst, wenn ich das verloren hätte, das Spiel. Es ist auch insgesamt verdient, dass ich gewinne. Er hat ja auch einen Elfmeter versetzt, hat einen ins Alu geschossen. Und daher. Einen habe ich gehalten. Oh, zum Glück. Zweimal Arangis, Vorlagen, einmal Tolisso, einmal Alessandrini, wer sonst? Oh, zum Glück. So, und jetzt gewinnen wir das nächste Mal wieder in der regulären Spielzeit. Vielen Dank. Wenn wir das nächste gewinnen, oder wenn wir jetzt noch einen Sieg holen, haben wir auch erstmal Gold 1. Das wäre schon mal geil. Was für ein Spiel, ey. Ja, ich glaube, ich gebe jetzt einfach einen großen Betrag. Scheiß drauf. Die Kleinen müssen wir dann auch irgendwann mal alle machen, aber egal. Und 68, immer noch mehr als 0,5 Scorerpunkte pro Spiel. Konzentration, meine Lieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist kein gutes Zeichen, wie ich es schon mal gesagt habe. Wenn das Team gerade jetzt, also am Ende der Weekend League, wenn man eigentlich schon die guten Gegner kriegt, spielerisch, dann weiß man schon, wenn man so ein Team sieht, der Gegner wird auf Garantie sehr gut spielen, dafür, dass er ein eher schwaches Team hat. Wäre das sowieso abseits, ja, sag ich doch. Das war nicht geil. Ja, ich würde sagen, es war mal ein geiler Konter. Ganz selten, dass ich mal ein Kontertor mache, aber das würde ich sagen, ist schon ein klassischer Konter, auch wenn es dann über einen Pass in die Mitte gelaufen ist. Aber El Shaarawy macht mal wieder ein Tor, sehr schön. Frühes Tor ist immer gut. Ich denke, Schlüssel war da auch die Schusstäuschung, die hat ihn ganz schön aus dem Konzept gebracht, weil er weitergelaufen ist. Krass, ey, dass das funktioniert. Ich verstehe erstens nicht, warum Sané so auf außen so leer ist. Dann verstehe ich nicht, wie der es schafft, zwischen zwei durchzupassen. Also der Pass ist lucky auf jeden Fall. Der Schuss klar, aber der Pass ist lucky am Ende, dass der ankommt. Schade. Schade, also in den kann er mal reingehen. Icardi, was ist los? Haben wir eigentlich gut abgedeckt, aber hat es trotzdem irgendwie geschafft. Danke.
War ein bisschen überambitioniert da zu schießen, ich gebe es zu. Tunnelt. Ich hätte gedacht, er orientiert sich auf Icardi, deswegen habe ich da den Fehler gemacht. Scheiße, auf der Hoch! Was denn los? Die Schüsse kommen ja gar nicht gefährlich. Nice luck. Nice luck. Spiel den an, der im Abseits ist, ja geil. Kann man auch so spielen, dass der Ball vorbeigeht. Nice luck. Wir müssen uns nur konzentrieren. Wenn wir hier konzentriert und ruhig weiterspielen, dann würde ich sagen, gewinnen wir das. Endlich, aber da hat er auch genügend Zeit, um Maß zu nehmen, sage ich mal. Dann hat er ihn wieder mal mit. Also ich schieße echt super oft in Pfosten, oder? Also ich schieße viel häufiger an den Pfosten und er geht rein, als dass an den Pfosten geht, dann geht raus. Na, da war auch so viel Platz für Brozovic. Hätte man bestimmt auch flach entgegen die Laufrichtung machen können, aber. Wie gesagt, das liegt mir nicht so. Ich mache das dann lieber normal. Wunderschöner Treffer auf jeden Fall. Jetzt konzentrieren, dass wir hier nicht wieder in den Ausgleich fressen, ne? Foul an Anderson. Schade. Okay, 2-1, gefährliches Ergebnis in FIFA 18 sowieso. Konzentrieren wir uns. Ich denke, die Führung geht aber trotzdem in Ordnung, diese leichte Führung. Also mehr als ein Eintor-Vorsprung sind wir, denke ich, auch nicht besser, aber das geht okay.
Das war scheiße, das war richtig schlecht. Das ist schade. Wir führen, wir führen! Ja! Sieg! Nice! Wir führen, wir führen! Nice, wir haben gewonnen! Sehr geil, sehr geil! Das ist richtig geil, weil wir führen und, also dass wir jetzt ab, dass der Abbruch ist, weil wir führen und es war ein schwieriges Spiel, also das war überhaupt nicht klar, ob ich hier gewinne. Ich war zwar der leicht bessere Spieler, aber nice, Gold 1, sehr geil, danke! Und das macht auch die Folge kürzer, weil das ging ja eine Verlängerung und Elfmeterschießen. Sehr schön. Ich glaube, ich werde in der nächsten Folge die letzten 3 Spiele spielen. So, jetzt können wir es ja auch sagen. Wir haben Gold 1 geschafft. Das freut mich besser als letzte Woche. Richtig geil. Jetzt müssen wir alle 3 Spiele gewinnen, um Gold, um Elite 3 zu werden. Das wird richtig schwer nochmal. Ich hoffe, ich schaff's. Es ist natürlich unwahrscheinlich, aber ich hoffe es einfach. Und selbst wenn wir es nicht schaffen und jetzt direkt das erste Spiel verlieren, werde ich die letzten 2 dann auch noch spielen, weil ich brauche die Siege ja auch für die Monats. Fürs Monatsranking. Aber ich hoffe, dass ich die 3 Spiele noch hole. Das wäre geil. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis.